Perfekt, oder? Das ist es. Ohne dich und alle anderen hätte ich's nicht geschafft. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Das wäre auch erledigt. Mal sehen, ob Vivian Neuigkeiten über Kupka hat. Okay, was ist jetzt ihr Deal so? Danke für alles, Clive. Ich zahl's zurück. Versprochen. Okay. Jetzt will ich noch wissen, was Vivian zu Kupka zu sagen hat. Why can't I stop? Wo muss ich hin? Ich warte lieber. Dieses Spiel braucht eine Minimap und einen Sprint-Button. Halt, ich kann nicht glauben, dass es so schwierig ist, dieses Ding als kleine Map oben rechts einfach hinzupacken. Fucking anzuzeigen, wo ich gerade bin, so. Bro, come on. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist einfach so, das ist schon im Spiel eingecodet, aber die haben es aus Versehen einfach ausgemacht und das Spiel released, so. Das ist halt... I don't know. Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja. Bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Er wartet jetzt einfach dort, bis sie das Rätsel gelöst hat. Sie darf nicht gehen, bis sie es raus hat. Wartest du hier? Spricht denn etwas dagegen? Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Es ist Sephiroth. Für deine Mühe. Ach du liebe Güte. Ich gerne wieder. Ganz vergessen, dass der noch existiert. Onkel Byron? Oh mein Gott. Clive, mein Junge. Zapf ein Fass an! Dein Lieblingsonkel ist hier! Best Man einfach! Oh, das sieht alles so prächtig aus. Ich will endlich dahin. Die mekische Regierung ersucht uns um Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Natürlich war all dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit.
Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Der kleine Mama-Boy hat einfach Dinge getan, außer an ihr zu kleben. Nun lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Sekunde. Er ist gar nicht hier drin. Bla. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So, lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren. Doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Dion? Ja, Herr. Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Vergeben. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, Eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Enttäuscht mich, Dion. Ich hab grad schon so gedacht, ich hoffe, Dion sagt einfach fuck this shit und schließt sich uns an. Ah, jetzt muss ich doch weitermachen, oder? Ich will nicht, aber... Hier bei uns. I can't stop. Ich bin am besten selbst. Bin jetzt... Ein cooler Kram mit Dion kommt, muss ich leider weitermachen. Bei uns nehmen die Überraschungen einfach kein Ende.
mein geliebter Neffe. Hab dich vermisst? Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist. Um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da. In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. 2000? Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherjar, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkroi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel. Alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rosfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkroi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten.
Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Kanva zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen. Whack. Wie ich höre, ist Mitt mit ihrer kleinen Werkstatt. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Ruje Nadalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Wie geht's eigentlich, Jill? War sie nicht hier? Irgendwo? Mal? Aha! Es geht schon, Clive. Wirklich. Ich muss mich nur etwas ausruhen. Pan, danke für den Raid! Jetzt muss ich wirklich weitermachen. Oh, ich hatte schon innerlich abgeschlossen, dass ich sagen kann, let's go! Zeit, Pause zu machen. Aber okay, dann spielen wir noch ein bisschen weiter Final Fantasy 16. Was geht ab? Was habt ihr gespielt? Also ich würde sagen, bis 2 Uhr, 2.30 Uhr kann ich noch machen. Dann muss ich aber wirklich ins Bett, so. Dann ist ein bisschen spät. GTA Roleplay. Das wollte ich auch immer mal ausprobieren, aber ich... bin zu schüchtern für sowas. Ich dachte mir immer so, ah, weißt du, eigentlich wäre das doch einmal ganz funny, wenn du das auch mal probierst, aber weiß ich nicht. Dann komme ich mir irgendwie mega dumm vor und dann mache ich es einfach nicht. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm, auf geht's ins Abenteuer! Ja, aber du bist doch voll cool und ich halt nicht so. Das ist schon mal der wichtigste Unterschied zwischen uns beiden. Muss ich jetzt noch die Zwischen... die Dings machen? Die Dingis hier? Ich meine, das ist nur ein bisschen Stuff sammeln, oder? Das Spiel ist halt echt wirklich insane gut. So. Ich bin komplett eingenommen davon und ich bin so froh, dass es so ist, wie es ist. Es macht mich sehr, sehr happy. Aber gut, dann noch dir eine schöne Nacht. Ich unterhalte deine Leute noch so. Eine Stunde, eineinhalb Stunden, 4 Stunden, mal gucken. Ach komm, eins kann man machen. Eins mache ich. Eins. Nur eins. Auf geht's. Ja! Ich will zumindest den Leuten die Chance geben, die keinen Hauptquest-Kram sehen möchten, den Stream zu verlassen. Von daher, mach ich jetzt ein Sidequest? Und dann geht's mit der Hauptstory weiter.
liegen gleich in der Nähe vom Fluss. Hier müsste es sein. Sei vorsichtig. So. What? Oh Gott, warte. So, jetzt aber. Stimmt, ich sollte mir vielleicht noch ein paar Tränke kaufen, ne? Das ist eine echt gute Idee eigentlich. Au. Verdammt. Tada! Siehst du, allein dafür hat sich schon gelohnt. Jetzt muss ich ja eh nochmal zurück. Mit blauen Blüten. Hoffentlich die richtige. Eben gerade hatte der, glaube ich, kein Schwert. Versorgt. Ich hoffe, das wird Rodriguez beruhigen. Warte mal, das finden wir raus. Wie gesagt, ich muss ja eh nochmal zurück jetzt. Ey, die Ladezeiten sind dank der Konsole so fucking kurz, das ist halt so angenehm. I love it so much. Ah! So, mein Dude. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel Mühe, das Kraut zu finden. Nicht mehr als sonst. Ah, ja, das ist es. Und mehr, als ich erwartet habe. Du schaffst das. Danke für dich, Habe. Das Mal ist mehr als Tinte auf der Haut. Es ist eine Falle. Starkes Wyvern-Gift, das direkt unter der Hautoberfläche lauert. Damn. Ein unüberlegter Schnitt. Ein einziger. Und das Gift gelangt in den Blutkreislauf. Der Patient stirbt. Und selbst Erfolg bedeutet großen Schmerz. Tagelange Qualen, während die Wunde heilt. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, nicht um sie. Ich möchte niemanden töten. Fluchbrecher führen ein hartes Leben. Die Operation ist nur der Anfang. Sie arbeiten im Verborgenen, riskieren Leib und Leben, wohl wissend, dass ihnen ihre Mühen keinen Ruhm einbringen. Und trotzdem gibt es Freiwillige. Woran liegt das? Überzeugung. Sie sind bereit zu sterben. Bereit zu kämpfen. Ihr Leben für eine Welt zu geben, in der Menschen wie wir mehr sind als bloßer Besitz. Deine Arbeit ist nicht einfach. Aber ihr Teil genauso wenig. Du musst deinen Patienten Mut machen. Sei stark für sie. Du klingst wie Taya. Es ist natürlich, dass ein Patient der Meinung ist, er müsste ganz alleine leiden. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich wusste nicht, dass... Ich dachte, es ist halt echt einfach nur so ein Branding oder so, was die da haben. Aber das ist ja anscheinend doch krasser als erwartet. Whack, einfach. So, dann lass mich fix noch zur Schmiede gehen. Da alles holen, was geht. Obwohl, eben gerade hatte der nichts. Wer ist denn der Edelmann? Ah doch, okay, er hat doch neun Stuff. Ich dreh durch. Was ist denn? In der Tasche?
Das worst character ever, Alter. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Wie kann ich helfen? Okay, weißt du, jetzt zumindest erst normal mittlerweile. Pass gut drauf auf, ja? So, gibt's hier noch was? Nö. Nö. Gibt's was zu verstärken? Nö. 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 Okay. Sid wird Kupka finden und es so eng. Ja, sie ist halt echt so. Ah, was ist dein scheiß Problem, Alter? Musst du jetzt mit mir reden, du Bratze? Kannst du nicht weitergehen einfach? Ich denk mir so, chill, Mädchen. Oh mein Gott. Kein Grund, so auszurasten. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Ja, Charon hat einfach generell genug vom Leben, glaube ich. Gut so. So, mein Freund. Schneller. Los geht's. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Ich mag die Chocobo-Spuren im Sand. Ich finde halt auch die kleinen, Dingsies cool. Wie heißen sie? Schon einmal zusammen entlang. Staubteufel? Nein. Haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet? Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Krasse Story. Die steinerne Wache soll schon bis nach... Hier ist doch garantiert auch irgendwo so ein Dude, oder? Dass ich hier direkt hinwarpen kann. Ha. Ey, wenn ich hier keinen Kaktor irgendwo sehe, dreh ich durch. Bin ich ultra mad einfach. Das hier sind keine Kaktoren. Ganz ruhig. Okay, ich bin Sailor Mensch, weil hier keine sind. Zeit zu kämpfen. Komm schon, komm schon. Als ob der das nicht schaffen würde. Gut, dann auf in die Stadt. Die gute Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen?
Die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Los geht's. Sieh mal, dort. Schwarze Chocobos. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stormhere. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Zeit, in den Assassin's Creed-Modus zu gehen. Es gibt noch mehr richtig gute Cutscenes. Das heißt, irgendwas Wichtiges passiert. Meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Oha, ist das nicht die eine? Die Dings? Genau, sag ich doch. Ah, come on. Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Was für eine Kamerafahrt, Alter. Oh mein Gott. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du!
Hey, Chiggy. Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Ey, was geht mit den Kamerafahrten hier ab? Sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Oh Mann. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Oh, come on. Bro. Come on. Das Wasser ist voll hübsch. Euer Gnaden? Es geht. Clive?
Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Ich glaube, das war gerade ein Callback ans Intro, oder? War da nicht auch Joshua und hat sein Gemüse irgendwie nicht gegessen oder so? Benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Du kannst direkt mit Final Fantasy 16 anfangen. Da musst du keine vorher gespielt haben. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sith. Bisher waren Siths Unterstützer Leute mit Einfluss, angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Das Wasser ist voll hübsch. Finde ich gut. Ich frage mich auch, warum Joshua die ganze Zeit davon rennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Laufe der Story noch erklärt wird, aber es nervt mich trotzdem so. Halt, Dude, wart auf deinen Bro. Alles ist cool. Zusammen schafft ihr das. Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Ruzhena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Na dann, machen wir erstmal die Schatztruhe auf. 1000 Gil für das bisschen. Wollen wir spielen, Süße? Arme aus Stahl. Das werde ich dir gern zeigen, wenn ich es mir leisten kann. Hä? Ah, okay, ich soll ja noch mit irgendwem reden. Okay. Kupkas verdammte Schweinebande. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Ruzhena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss.
Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund, aber er hat den Dreh raus. Der Dornenkoss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Jetzt würden wir bald noch Drachenfang. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Der Kristall ist kein Spielzeug. Sag ich doch. Aha. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ružena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Färder weiß. Hängelaternen halten die Dunkelheit fern. Entschuldige, bist du Färder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Ružena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Oha! Ob wir ihm vertrauen können? Wohl nur so weit wie... Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Oh Mann. Damn, okay. Holy shit. Verdammt. Zu langsam. Ah, schöner Finisher. Los geht's. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Ružena.
Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muße. Zum Hof der Muße. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hier, koste mal. Oh. Schnuppert mal, mein Herr. Meine Teppiche. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lubo auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen! Das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht!
Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Stellt sich heraus. Punkt. Warte mal kurz. So. Ich musste gerade mal in der Aufnahme die Kamera nach unten ein bisschen bewegen, weil einfach der Chat die ganze Zeit in den Quests drin hängt und man halt nichts lesen kann. Weißt du, ich denke mir halt so, er könnte doch einfach hilfreich sein und einfach direkt sagen, was sein Problem ist. Aber halt, nee. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Die Chocobos sind so hübsch. Ach. So pretty. Ey, Throwback an Final Fantasy 15, wo die Protagonisten einfach nicht wussten, was Gil ist. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. So ein gutes Spiel. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Gute Nacht, Terra Kitty. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semekis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Die feinsten Stoffe! Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Ah, du! Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Ha. Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten. Ich wollte gerade sagen, so viel oben gibt's hier eigentlich nicht. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel?
Sehr mysteriös. Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkreu vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Lass mich dich ein. Natürlich. Ich brauche einen Schnaps. Schade. Dass man hier auch nirgendwo rein kann, finde ich auch super schade. Kas, verdammte Schweinebande. Das ist auch so ein Ding, was ich hoffe, dass so eine hoffentlich kommende, keine Ahnung, Dingsbums-Edition behebt, dass man so zumindest in ein paar Häuser rein kann. Dieser Fluss hier fließt den ganzen weiten Weg bis ins Meer im Süden. Früher haben sie die Kristallsplitter auf Lastkähne geladen und sind damit zu den Dörfern flussabwärts gefahren. Bis dann irgendwann Bestien und Banditen die Schluchten heimgesucht haben. Als kleines Kind habe ich den Bootsleuten zugewinkt, wenn sie sich auf ihre lange Reise begeben haben. Und sie haben mir dafür Süßigkeiten zugeworfen. Das waren schöne Zeiten. Oh, Omi ist cute. So, wo muss ich denn hin? Nach dort, durch das Westtor. 1000 Gil für das bisschen dieser? Ich hasse es, dass es Gizakraut heißt und nicht Gizakraut. Ich habe es einfach immer falsch gesagt. Ob sie heute kommen? Ich will ein neues Kleid. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Die aromatischsten Kräuter. Then again, sie sagen auch Behemoth. Daher weiß ich jetzt nicht, ob die Aussprache so korrekt ist hier. So, mein Chocobo. Bereit? Let's go. Wir müssen 300 Meter zurücklegen, was tatsächlich weiter ist, als man denken würde. Ich werde das ja sowieso nochmal durchspielen müssen. Ich werde wissen, was dann im Final Fantasy Schwierigkeitsgrad so anders ist. Und bei dem Replay spiele ich es dann definitiv auf Englisch. Ich übernehme das.
Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord! Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide! Es ist noch nicht vorbei, Onkel! Schaut! Ich werd gerade erst warm! Nice. Hä, wer ist ja nicht wieder am Heilen die ganze Zeit? Na kommt. Schwarze Chocobos? Come on. Huch. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, dass ich die Chocobos killen musste. Die haben nichts getan, so. Also, die haben was getan, aber... Ich weiß nicht, fühlt sich nicht richtig an. Ha! Das war doch ein Klacks! Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt, oder? Graubart! Du warst hervorragend! Die Kampfszene war besonders dramatisch.
Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet, aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme? Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft? Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Clive. Bitch, dein Name ist Lubor. Come on, so. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke! Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gilbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Hier, mein Siegel. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Omia Lostelan. Tuisakelith. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also, enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass du alle 5 Minuten so ein Siegel von irgendwem kriegst. Komm, Onkel. Gehen wir. Tada! By the way, Wüstenrose ist ein Item aus Final Fantasy VII auf jeden Fall. Das du bekommst, nachdem du Ruby Weapon gekillt hast, glaube ich. Und das kannst du gegen einen goldenen Chocobo eintauschen. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie sowas war das. Und ich glaube, das gab es in Final Fantasy I auch, aber ich weiß es gerade auch nicht mehr. Das ist alles zu lange her. Okay, Sidequest-mäßig geht so ein bisschen was hier. Keins davon ist ein Plus. Was soll's. Wir müssen durch Südtor, nicht? Genau. Das, was man so hört?
Meine Teppiche zieren die saftiges Kein anderes Fleisch Brot ist so weich. Teller und Töpfe! Tafelsilber! Weihrauch! Ha! Sie haben das Tor geöffnet! Lubor hat sein Wort gehalten. Echt? Geht's jetzt richtig ab? Hat sich's gelohnt, dass ich wach blieb? Ah, hab's noch geschafft. Was gibt's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins, dass ihr durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sith habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt. Whack. Gut so. Drachenfang sollte nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Schneller! Weißt du, ich fände das halt richtig cool, wenn wir mal irgendeine Stadt infiltrieren und nicht durch irgendwelche Minen oder Höhlen da reingehen. Das ist halt so, es wird langsam ein bisschen old, so beim dritten Mal. Na, los geht's. Da sind wir. Drachenfang. Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein. Alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen. Und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Ich bin dein Vater. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz. Wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen... Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit, in der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf,
in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka. So, dann werde ich hier einfach mal Feierabend machen. Und das dann morgen machen. Oder? Ach komm, ein paar Minuten habe ich noch. los geht's.